Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon die rote Edition. Letztes Mal sind wir in Safari Tunnel reingegangen, haben PVM Surfer bekommen und haben uns ein episches Rehorn gefangen. Ja, und jetzt? Dann haben wir uns noch fliegen noch besorgt, dann haben wir anschließend einen Bernstein geholt, worauf wir ein Pokémon machen werden. Und ja. Ein zwei Orte, wo wir noch nicht hin können. Da will ich später nochmal hin. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Fuxania City. Ah, ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir jetzt nochmal durchgehen sollen, ein paar Items einsammeln sollen. Das können wir machen. Immer ein paar Pokémon fangen. Oder ob wir sagen, ich gehe die Arena wegholzen. Oder ob wir hoffentlich dann ich bin unsicher. Ob ich dann vielleicht, je nachdem wie es läuft, Psycho reinholen wieder. Ja, ich bin unsicher halt gerade. Das ist halt die Frage, was machen wir da jetzt? Wir gehen immer ein paar Items sammeln, versuchen nebenbei ein paar Pokémon auch zu fangen. Und dann überlege ich mir das noch in Ruhe. Ich will dich haben, Owei. Komm, bleib im Ball. Yes! Owei wurde gefangen. Für Owei wird ein neuer Eintrag in den Pokédex angesehen. Owei. Dieses Pokémon wird oftmals für Eier gehalten. Bei der Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Möchte ich Owei einen Spitznamen geben? Mal gucken, ob das passt. Eiersalat. Ja, ich nenne das jetzt echt Eiersalat. Carbon. Das könnte. Was ist hier im 37? Muss man was
Nahrung. TM37. Eierbombe. Das können wir. Oh. Das könnten wir ihm beibringen. Obwohl wir noch irgendwie was Psychomäßiges hätten. Ich bin am Nachdenken. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht sogar schon eine Psycho-Attacke kann. Weil es wäre, wenn ich das optimalste. Ach, Scheiße, das erlaube ich mir auch noch. Eierbombe ist schon mal was Gutes. Okay, ich habe mich total verlaufen. Okay, okay. Passiert, passiert. Nur die Frage, was holen wir uns noch? Ja, Paras. Wird mir wahrscheinlich keine große Hilfe sein gegen die Gift-Pokémon. Das ist das Problem. Das würde ich ja Paras gerne reinholen. War auch schon mal gut. Schwere Entscheidung, ne? Und wieder ein Top-Trank. Also hier findet man schon gute Sachen, die wir für später gebrauchen können. Och man, schon vorbei. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nochmal rein. Wir gehen jetzt erstmal die Items ablegen. Und dann versuchen wir es nochmal. Eigentlich kriegt man schon gute Sachen, das muss man schon bei sagen. Die können wir gut gebrauchen. Die hätte ich schon gerne. Komm ich jetzt noch mal hin. Ich will ein Pokémon Center. Stimmt, jetzt kann ich mir erstmal Oberja angucken. Ja. Aber ich denke mal, ich werde dann noch mal trainieren. Auf Teenie-Niveau bringen. Ablegen. Ich würde sagen, dann geht jetzt raus Faust, weil Faust habe ich kein bisschen überzeugt. Bin ich eher unzufrieden mit und würde erstmal Eiersalat mitnehmen. Ach, Rion habe ich noch gar nicht umbenannt. Stimmt. Muss ich dann auch noch machen demnächst. Eiersalat. Status. Pflanze Psycho. Bringen schon mal die TM bei. Eierbombe. Sollte es eigentlich lernen können. Eierbombe. Bild PC. Nö, ich wollte eigentlich meine Items ablagern. Ablegen. Vielleicht liegen wir den. VM2 geht runter. Brauchen wir erstmal nicht. Dann geht weg. Top-Trank. Weil solche Sachen wie Top-Trank und sowas möchte ich gerne
für die Top-Genesung für die Top 4 aufbewahren. Carbon ich war auch erst nochmal ab. Am Ende des Spiels gehe ich dann nochmal komplett alles durch. Und dann noch Nugget runter. Und dann gehen wir jetzt nochmal in die Safari-Zone. Heute ist wirklich der Safari-Zone-Tag. Items einsammeln. Immerhin haben wir jetzt ein Owai gefangen. Wir können es rein theoretisch weitermachen, aber ich will erstmal gucken, wie es mit den Attacken aussieht. Weil wenn, dann brauchen wir auch etwas, was gut Attacken beherrscht. Nee. Nützt uns hier nichts, wenn das keine Psycho-Attacke lernt. Mehr. Dann haben wir welchen Problem. Gut, ich hätte ja auch die Typogenese aufhören können. Ich kann immer noch rein theoretisch Simsala reintun, aber wie gesagt, ich möchte auch mal ein bisschen Abwechslung zeigen. Wenn wir jetzt immer nur Simsala reintun, nee, deswegen mal gebe ich jetzt ihm die Chance. Aber ich finde, das hat er verdient. Ja, ich möchte gerne. Danke, darf ich jetzt rein? Lass mich rein. Lass mich rein. Ja. Gut, danke. Ich möchte noch gerne ein paar Items einsammeln. Vielleicht ein paar Pokémon noch fangen nebenbei. Je nachdem, wie es läuft. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal rein wegen Surfer. Obwohl nämlich noch kein Pin hier aufgetaucht ist, oder ich leuchte noch in welcher Edition das ist. Die wechseln ja immer. Eine kriegst du nur in, meine ich, in Rot kriegst du glaube ich Sichler oder Pinsel und den anderen von beiden. dann halt gibt es noch Scheinera, also auch noch kein über den Weg gelaufen. Aber wir haben eigentlich schon recht zwei Pokémon, die schwer zu fangen sind. Owai und Rihorn, finde ich zumindest. Ich hatte die eigentlich immer Probleme, die zu fangen, obwohl Owai geht eigentlich. Dass Rihorn so gut geklappt hat, das hat mich unheimlich gefreut. Damit hatte ich, wenn ich ehrlich gesagt, gar nicht mit gerechnet. Deswegen bin ich noch umso glücklicher, dass es funktioniert hat. Ein Nidorino, ja, brauchen wir ja nicht. Aber ich denke mal, King wird ins Team jetzt definitiv hundertprozentig nicht mehr zurückkehren. Er hat einen guten Job geleistet. Für den Anfang war er ganz gut. Ich denke mir nicht, dass sein Part jetzt Rihorn bzw. Ritaros übernehmen wird. Wir wollen mal gucken, was für TMs sind. Vielleicht können wir die ja noch gebrauchen. Schädelwumme. Kann jemand lernen? Nee, will ich jetzt noch keinen beibringen. Kann man vielleicht später immer noch gebrauchen. Weil die Safari-Token nur so groß, ich hab so viel zum Decken. Ja, Owai, ich brauche mal leider nicht mehr, auch wenn du vom Level her angenehmer bist. Protein. Ich denke mal, hier gibt es alles von diesem Protein. Calcium. Eisen. Oh, Mord. Versuch mal zu fangen. Ist. Ja, es war aber klar, dass es flieht. Ja, auch cooles Pokémon gewesen. Oh, Mord. Finde ich zumindest. Das hätte auch was gehabt. Aber was nicht ist, was ist nicht. Was haben wir hier? Ah, die Goldzähne, schon gefunden. Das ist natürlich umso besser. Das heißt, wir brauchen jetzt Safari-Ton rein. Theoretisch sind gar nicht mehr rein. Was ist denn jetzt das für eine TM?
Nee. Davon halte ich nichts. Die Goldhähne haben wir auch schon mal. Sehr schön. Wo ich hier schon gerne nochmal reingehen würde, bin ich ehrlich. Einen Versuch würde ich gerne nochmal starten. Um halt die rettlichen Ecken zu untersuchen. Bei den normalen Weg brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr zu gehen. Gucken, ob hier unten vielleicht noch was gibt. Ich glaube, wir haben aber alles weit. Ich glaube, hier ist aber nichts mehr. Durchgang. Die Zeit ist um. Der Safari-Tour ist vorüber. Wir suchen uns bald wieder. Okay. Ja, das lief eigentlich recht gut. Ich werde wahrscheinlich danach erstmal eine kleine Trainingseinheit einlegen, um halt zu gucken, ob der was Vernünftiges lernt. Aber wir haben ja noch ein paar Trainer, die wir umholzen können. Ja, Herr Salat, dann zeig mal, was du drauf hast. Dein Kampfdebüt fängt dir dann. Ich hoffe, jetzt kann ich überhaupt Psychokinese lernen oder Konfusion zumindest. Weil das wäre schon ziemlich praktisch. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Nö, eigentlich nicht. Ich will einfach nur umholzen. Und die Erfahrungspunkte abstauben. Pfadfinder hat jetzt gut Fettler. Nein. Los, Eiersalat. Eierbombe! Fängt ja schon gut an. Überleb. Okay, Glut, erledige dieses zum Fenster mal. Ernsthaft, will das für mich gerade verarschen? Ist in Ordnung, ich hab verstanden. Tschüss. Knopfinja. Mirapla. Komm, ich kann es gut eben kurz erledigen. Ah, ärgert mich aber gerade. Das ärgert mich gerade. Der ist jetzt nur noch so rein. Tangela hält aber auch viel aus. Ja. Wie sieht wohl Tangela unter den ganzen Blättern aus? Ich denke mal, das ist die große Frage, die sich alle stellen. Genauso wie bei Dickster. Unter den ganzen. Keine Ahnung, was das ist. Wie dick der wohl unten runter aussieht und wie Tangela runter aussieht. Gegengift. Müssen wir das auswählen können. Bringt das was? Nee, kann man tatsächlich nur einen Kampf machen. Okay. Aber ich würde sagen, ich werde heute mal ein paar Sekündchen früher. Ja, wie es weitergeht bei Pokémon. Gut, das werden wir dann. Okay, kommt also 20 Minuten auf.
Was jetzt weitergeht, das werden wir das nächste Mal erfahren. Ich guck jetzt nach, wie es mit Robi aussieht und auch was lernt. Vernünftiges, dann level ich den jetzt, finde ich den jetzt. Wenn nicht, dann ja, muss ich mal gucken, was ich mache. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.